Ja, Fabian, heute ganz ein knapper Punkt. 32-32 in der letzten Minute. Best Player heute beim Spiel. Was sagst du zum letzten Heimspiel in der heurigen Saison? Ja, verrückte Partie. Wir haben eigentlich das ganze Spiel nicht wirklich gut gespielt, haben gerade in der Abwehr nicht reingefunden, haben viel zu viele leichte Tore bekommen und waren eigentlich das ganze Spiel hinterher. Und dass das am Ende dann, wie das läuft, das erlebt man sehr selten. Aber ein bisschen glücklich, aber ich glaube auch nicht unverdient, weil wir haben uns auch nicht aufgeben und haben bis zum Schluss Vollgas gegeben. Jetzt noch das letzte Spiel in Hart, auswärts. Wie schaut es aus deiner Sicht? Und was geht da? Was muss da passieren, dass wir da auch nochmal vielleicht Punkte mitnehmen für die Bonusrunde? Ja, dass man in Hart Punkte mitnimmt, da muss sehr, sehr viel richtig laufen. Aber wir können da ohne Druck aufspielen. Ich glaube, für Hart geht es um den ersten Platz. Sie haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Druck als wir. Aber wir können da komplett befreit eigentlich hinfahren und schauen, was einfach geht. Besten Dank, guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss.